Herzlich willkommen zurück zu Visage. Wir stehen jetzt hier vor dem Keller. Radio, halt deine Schnauze. Genau da, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ich nehme mal Tabletten, dass mein Wahnsinn etwas abnimmt. Und ja, ich fackel da gar nicht lang rum, weil je länger ich da oben rumstehe und nichts mache, vermeide es, zu lange im Dunkeln zu stehen. Ja, du bist lustig, wenn hier kein Licht ist. Hier ist Licht. Dann gehe ich mal zum Licht erstmal. Vielleicht sind hier auch ein paar Kerzen. Beruhigt sich das Ganze wieder, wenn ich im Licht stehe? Okay, die Stresssituation ist auf jeden Fall vorbei. Oh Gott. Ich bin jetzt schon überfordert. Ich bin 2 Sekunden im Spiel und bin schon wieder überfordert, ne? Es tut mir leid. Aber ich hab's beim letzten Mal schon gesagt. Ich finde das Spiel mega krass. Oh ja, bitte. Danke. Licht ist an. Jetzt laufen wir hier durch so einen abgefuckten Keller. Ja, sind wir von da gekommen? Oder ist es ein anderer Weg? Ich brauche den Kellerschlüssel. Ich habe den Kellerschlüssel. Ah, das ist nur ein anderer Weg in den Keller. Ja, aber ich denke mir mal, jede Tür, die offen ist, ist eine gute Tür. Oh Gott, ich muss hier unten dann wohl irgendwas machen. Oh, meine Nase juckt immer, wenn ich nervös bin. Merkt ihr das? Wenn ich Horrorspiele spiele, muss ich mich immer an die Nase kratzen. Ich mach mal das Feuerzeug an, nur dass ich hier nichts übersehe. Oh Gott, hier ist es dunkel. Ist das hier für eine Tür? Okay, die haben ein Klo im. Dann machen. Kommt, hört doch auf, ihr habt doch niemals Lichtschalter nur für eine Glühbirne. Lagerraum. Dynamische Gegenstände, die für deinen Fortschritt wichtig sind, tauchen erneut im Lagerraum auf, wenn du sie zurücklässt. Ah, das ist gut zu wissen. Das heißt, ich habe ein Item, das ich brauche, werf's weg und wenn ich es nochmal brauche, taucht es hier im Schrank wieder auf. So verstehe ich das zumindest gerade. Okay. Ich will ein bisschen sparsam mit dem Feuerzeug sein. Weil es hieß ja, das hält nicht ewig. Oh Gott. Es ist dunkel. Nein, wo ist die Kerze hin? Sie im Invent. Ah, da. Feuerzeug anzünden. Oh Gott, hört ihr das? Och nein, ich will da nicht hin. Ich geh. Och Mann. Ist das hier, was wir im Video gesehen haben? Ich weiß, dass die Geräusche von rechts kommen. Aber selbstverständlich will ich mich erstmal umgucken. Da ist noch eine Kerze, ja, habe ich gesehen. Es gibt keinen Hinweis darauf, welcher Schlüssel passt. Vergiss es, ich gehe da nicht rein. Ich glaube, ich werde wahnsinnig.
Und nehme mal ein paar Tabletten. Meine Hände sind voll. Was fotografiert? Oh, die Kamera fotografiert dann die Tür da. Moment. Wie kann ich Sachen nochmal fallen lassen? Ich lass mal kurz die Pillen fallen. Okay, ich hab verstanden. Gott, spielen macht doch sowas nicht mit mir. Dann lasse ich jetzt mal das Feuerzeug fallen. Nehme die Pillen mit. Ja, ich soll jetzt mit dem Blitzlicht da reinblitzen. Um was zu sehen. Nein, 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 nein. Was mache ich gegen dich? Ich gehe einfach weg. Soll ich... Oh Gott. Oh Gott. Oh, mir läuft gerade eiskalt der Rücken runter. Oh Gott, ist das Spiel gut. Das Problem ist, wenn ich weggehe und nicht weiß, wo sie hingeht. Würdest du bitte weggehen? Ich nehme nochmal Tabletten. Es wird in der aktuellen Situation nicht mehr besser. Oh Gott. Da liegt keine Schallplatte. Oh, nerv. Nee, 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 nee. Bleib an. Du machst Licht. Ob ich da hingehen soll? Ich weiß es nicht. Ich kann doch nicht da hingehen. Oh Gott. Oh nein. Ich weiß doch nicht, was ich machen soll, Spiel. Lässt was fallen. Und die geht wieder zurück. Alter. Steht die da jetzt noch? Nein. Oh. Entschuldigung. Oh Gott. Oh Gott. Es ist gerade mal der Anfang. Es ist noch gar nicht so viel passiert. Was bist du? Ist das eine Spritze? Ist wohl eine Spritze. Ist so was Wichtiges? Oh Gott. Ich laufe einfach und lasse das irgendwie über mich ergehen. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Soll ich wieder hochgehen? Was ist hier für ein Zettel? Ach so, wegen... nein. Nein, so. So. Oh Gott. Muss ich noch was im Keller machen oder war ich jetzt nur für die Spritze da unten? Die Leute für einen riesen Keller. Ich drück mich hier gerade ein bisschen vorm Weitererkunden. Ich weiß ja nicht, ob man das merkt. Aber ich habe gedacht, ich sag's mal. Bin ich hier mal lang gelaufen? Kein Hinweis, welcher Schlüssel passt. Ich probiere einfach mal den hier. Nein, geht nicht. Du Waschmittel.
Was soll ich denn mit Waschmittel? Boah, das hat eben ausgesehen, als ob da irgendwas vorbeischwebt, weil die Pillendose ein bisschen buggy war. Hier sind ganz viele Kerzen. Ich meine. Wo soll ich denn hingehen? Ich gehe jetzt einfach mal hoch. Mein Geisteszustand ist übrigens ausgezeichnet aktuell. Hallo? Ich gerade eine Tasse mitgenommen. Die kann ich wahrscheinlich werfen, um Lärm zu machen, so zum Ablenken oder so. Hier, da ist nichts drin. Ich nehme die Folge übrigens direkt im Anschluss an die erste Folge auf, an die letzte. Deswegen, falls ihr mir irgendwas geschrieben habt, kann ich hier noch nicht so ganz drauf eingehen. Überall hängen die Familie. Ach so, das geht in die Richtung. Überall hängen die Familienfotos rum. Musik, hör auf, es ist nichts passiert. Gibt überhaupt keinen Grund, warum du jetzt so ausrastest. Ist ja vorhin schon. Vermeide es, so lange im Dunkeln zu stehen. Ja, danke. Zählt es? Was ist jetzt nutzlos? Was ist nutzlos? Was ist nutzlos? Deswegen konnte ich die Tür vorhin nicht öffnen. Ist immer noch verschlossen? Keine Ahnung, für was dieser Blitzschlüssel ist. Muss ich in den Keller, also weiter, ach so, weiter in den Keller gehen? Garagenschlüssel. Ach stimmt, der Garagenschlüssel war in der Hose. Und ich habe den Kellerschlüssel benutzt. Muss ich wieder in den Keller gehen? Was hast du für einen Raum? Jetzt Bügeleisen. Ah, hier ist der Waschraum. Maschine trocknen. Da war wohl meine Jeans drinne. Mit dem Garagenschlüssel. Und ich habe eben gedacht, es passiert irgendwas Komisches. Ey, da kriegt man schon Schiss. Nur weil man sich einen Schlüssel aus der Hose im Trockner holt. Jetzt habe ich vergessen, wo die Garagentür ist. Sag euch ganz ehrlich, mein Kopf ist ein bisschen matsch. Ich glaube, ich kann mir nichts merken. Ups. Von dem, was ich hier erkunde. Sorry, dass ich hier alles aufmache und mich umschaue, aber ich glaube, das muss man hier tatsächlich machen. Hier geht es wieder in den Keller. Ja. Das heißt, ich bin aktuell im Erdgeschoss, das heißt, da muss irgendwo die Garage sein. Aber ich weiß nicht mehr wo. Hallo? Garage? Die Garage. Du brauchst Schlüssel mit einem kleinen Spiegel. Ist hier auch in der Keller? Ne, war das die Garage?
Tier. Hallo. Kannst du wieder eine Kerze hinstellen? Irgendein Werkzeug drin, das ich gebrauchen kann? Nein. Ich habe keine Pillen mehr. Das ist, glaube ich, schlecht. Und ich bin in einer Stresssituation, warum auch immer. Warum sollte ich da reingehen? Folge ist noch nicht vorbei, nein. Nein, ich muss noch ein bisschen weiterspielen, okay. So, daneben ist noch eine Tür. Im Keller waren so viele Ich hab den Garagenschlüssel. Oh nein. Oh nein. Ich höre die Alte schon wieder. Vergiss es. Aber wo? Anstatt einfach die Kettensäge mitnehmen. Nein! Oh Gott, lass das Licht an. Heller Schlüssel. Oh mein Gott. Sehe nichts. Die waren doch. Wo habe ich denn vorhin die Pillen abgestellt? Das war doch hier irgendwo. Ja, danke, Spiel. Ich weiß, dass mein Verstand rapide abnimmt. Ich gehe hier mal ins Licht. Wo habe ich die Pillen hingestellt? Ich habe die Pillen überhaupt nicht weggeworfen. Ich habe das Feuerzeug weggestellt. Aber ich gehe hier auf jeden Fall. Oh, oh Gott. Kann ich mich irgendwo verstecken oder? Wie funktioniert das jetzt? Alter. Boah, mach doch sowas nicht mit mir, Spiel. Mach doch nicht noch das Licht aus. Hör doch auf mit so einem Quatsch. Ich brauche Pillen. Wo habe ich Pillen hingelegt? Oben ins Kinderzimmer habe ich sie. Überfordert, oh Gott. Oh Gott. Ey, ich schwitze richtig, ne? Das ist verrückt. Ich muss mir aus dem Kinderzimmer meine Tabletten zurückholen. Vorher gehe ich nicht mehr in den Keller. Oder in die Garage. Ich habe eine direkte... Hab ich den Schlüssel schon aufgenommen? Ja. So. Ich gehe jetzt erstmal hoch. Hier ist meine Pillendose. Sind noch welche drin? Wieso zur Hölle habe ich die weggeworfen?
Wieso kann ich die nicht einfach einstecken und einfach rausholen, wenn ich die brauche? Nee, ich brauche ja die Garage. Ich habe ja den Garagenschlüssel genommen. So. Wie komme ich jetzt nochmal in die Garage? Ist auch irgendwo eine Treppe runter. War das hier? Ich glaube, das war hier. So, ich habe eine direkte Verbindung zwischen Garage und Keller. Das heißt, ich könnte mir aus dem Keller Kerzen holen. Das zählt schon wieder. Die Tür ist nicht verschlossen, Mensch. Ich bleib mal kurz im Licht. Hör auf mit so einem Quatsch. Was? Ich weiß echt nicht mehr, was ich dazu noch sagen soll. So klemmt es jetzt. Komm schon, Spiel. Alter. Warum leuchtet es da unten rot? Was soll das? Hier ist meine andere Pillendose. Ich will. Boah. Nein. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Egal, jetzt sind sie leer. Ach, die füllen sich auf. Gott, ich guck die ganze Zeit, dass ich meine halbe Stunde erreicht habe. Dass ich endlich die Folge beenden kann. Aber irgendwie ist eine halbe Stunde doch ganz schön lang. Okay, das ist wohl mit surreal gemeint, dass man so verschiedene Orte, Gebiete erkunden muss. Okay. Also, auch wenn das jetzt vielleicht das Gefühl vermittelt, dass ich mich irgendwie drücken will, weiterzuspielen, finde ich das aber ein ganz guter Punkt, um hier ein klein bisschen das Spiel mal zu beenden. Ich speichere jetzt erstmal. Wieso ist Speichern nicht möglich? Okay, dann spiele ich doch weiter. Je nachdem, ab wann ich speichern kann, dauert die Folge etwas länger. Oder geht etwas schneller. Hier sind die ganzen Plüschtiere und Spielsachen von einem von meinen Kindern.
Was ist zumindest mal hell. Und ich werde aktuell nicht wahnsinnig. Und ist ein Riesenpanda. Oh Mann, ey. Folge nimmt einfach nie ein Ende. Ja, vielleicht steht die ein bisschen länger. Ich weiß, ich glaube, ich hab's schon gesagt. Ich bin leicht verwirrt. Und überfordert. Okay, wir gehen jetzt wohl in das Baumhaus. Da vorne ein Weg. Ich glaube, das sieht nur so aus. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Ich bin Lucy. Hallo Lucy. Ich will dein Freund sein, Lucy. Das ist wohl der Freund. Lucy ist sauer. Pico. Pico ist weg und der Freund war's. Auch einen kleinen Schlüssel. So, wo ist der kleine Schlüssel? Da ist der kleine Schlüssel. Okay, jetzt wiederholt sich's. Es wird gespeichert. Und ich kann das Spiel für heute beenden. Ich glaube, ich war noch... Halt mal... Oh Gott, nein. Mach weiter. Und ich glaube, ich war noch nie so froh, eine Folge beenden zu können. Oh mein Gott. Ich bin ein kleines bisschen sprachlos, aber ich will jetzt nicht lange rumfackeln, weil mein Wahnsinn schon wieder zunimmt. Und das gefällt mir nicht. Deswegen würde ich sagen, ich verabschiede mich für dieses Mal. Ich mache hier mal schnell das Licht an. Ich kann das Licht nicht anmachen. Für dieses Mal. Sagt mir bitte eure Meinung zu dem Spiel in die Kommentare.
Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst ein Abo da. Ich bin ein kleines bisschen verstört. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.